Es ist noch nicht allzu lange her, dass alle im Grunde der Auffassung waren, also die Zinsen, die werden nie wieder steigen. Das geht schon deshalb nicht, weil die Welt so verschuldet ist. Und wenn die Zinsen steigen würden, dann würde es zu einem großen Knall kommen. Und was ist passiert? Die Inflation hat die Notenbanken gezwungen, die Zinsen deutlich anzuheben. Wir haben in den USA 4 dicke Zinsanhebungen in Folge von jeweils 0,75% gesehen. Und bisher ist dieses überschuldete System nicht kollabiert. Okay, wir haben ein paar Unfälle gehabt. Wir sehen Kryptos gecrashed, wir sehen Meme-Aktien gecrashed, die noch, ich kann mich noch an Kommentare auf meine Videos erinnern. Ich würde überhaupt nicht kapieren, was da sei. Das sei doch hier die Zukunft, AMC, GameStop, wie sie alle heißen, alles Trash, jetzt runtergekommen, auch praktisch eben eine Folge dieser ultralaxen Geldpolitik der Notenbanken, die Assetpreise aufgeblasen hat, Immobilienpreise, Schrottaktien, was ist nicht alles an den Markt gekommen zu völlig überhöhten Preisen. Diese Aktien sind teilweise 90-95% abgestürzt, Beyond Meat, wie sie alle heißen. Sie kennen die Namen sicherlich. Okay, wir hatten einen wirklich systemrelevanten Vorfall, das waren die britischen Pensionsfonds und die sind bums auch sofort gerettet worden durch die britische Notenbank. Das war so das erste Aufblitzen, vielleicht der erste Bear Stearns-Moment, dass da etwas im Busch ist. Bear Stearns war damals die erste Investmentbank, die kippte, dann aufgekauft wurde. Alle sagten, naja, jetzt ist das Problem gelöst, alles Suche. Und dann ließ man Lehman pleite gehen im Jahr 2008 und die ganze Geschichte kam in der Finanzkrise ins Rollen. Wir wollen uns die Ausgangslage mal anschauen. Jetzt ist ja eine Zeit der Märkte, wo alle warten auf Dienstag, auf Mittwoch Inflationsdaten aus den USA und dann Mittwoch die Fed-Entscheidung. Bis dahin dürfte nicht allzu Relevantes passieren. Wir wollen uns mal angucken, wie jetzt die Lage eigentlich aussieht. Und hier sagt ein Beobachter, nämlich Harvard Steen, sagt, also wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, dass die Fed massiv die Zinsen anhebt mit 0,75er Basispunkte Schritten, dann hätte ich gesagt, bist du verrückt, das kann nicht funktionieren, das ganze Finanzsystem wird in die Luft fliegen. Es ist nicht in die Luft geflogen bisher. Kommt irgendwann der Knall möglich, aber der kommt wahrscheinlich, wenn nur durch den Immobilienmarkt in den USA, weil der die kritische Größe hat. Die Meme-Stocks sind irrelevant, selbst Krypto ist vergleichsweise irrelevant. Bei den Pensionskassen in UK war das schon anders. Da wäre das Finanzsystem Großbritanniens, London, gefährdet gewesen. Das hätte einen riesigen Tsunami ausgelöst im globalen Finanzsystem. Aber wie gesagt, da wurde bei System relevant gerettet. Und jetzt ist eben die Frage, was tun, liebe Fed? Mein Kollege Hannes Zipfel, der lange Jahre diese ultralaxe Geldpolitik verurteilt hat, weil sie zu Exzessen führt, weil sie Blasenbildungen geradezu, naja, ermöglicht, herausfordert, die Leute geradezu zwingt, eben solche Blasen aufzublasen. Wenn es keinen Zins mehr gibt, dann muss man irgendwo hin, wo man Hoffnung hat, wo dann irre Bewertungen teilweise der Fall waren. Jetzt beklagt sich Hannes Zipfel, ja, die Fed könnte in Sachen Crash-Initiierung fast, könnte man ihr Vorsatz unterstellen. Die kennen doch die Kollateralschäden dieser Geldpolitik, Rezession, Kollaps des Schattenbankensystems. Da sind auch Risiken, Kreditausfälle. Und wenn es soweit wäre, totaler Kontrollverlust der Fed, dann im Crash. Ja, aber das Problem ist ja, dass die Fed keine Alternative hat. Wenn sie jetzt einfach wieder weitermacht wie vor dem monetären Klimawandel, also als sie die Bilanz begann zu reduzieren und vor allem die Zinsen anzuheben, dann würde sie riskieren, dass die Inflation weiter aus dem Ruder läuft, die Assetpreise weiter explodieren oder wieder explodieren, damit letztendlich das Vertrauen in Fiat-Geld komplett schwindet. Deswegen sagt Paul, okay, es ist besser, jetzt Schmerz in Kauf zu nehmen, als eben dann praktisch mit einer komplett ausufernden Inflation überhaupt nicht mehr fertig werden zu können, weil das sozusagen ein Vertrauensverlust ins System insgesamt wäre. Dementsprechend kann die Fed nicht anders agieren oder konnte sie wohl nicht anders agieren, und sie hat so schnell agiert, weil sie vorher die Inflation ebenso lange verpennt hat. Wir sehen schon ein paar Kollateralschäden, etwa Elon Musk und Tesla. Hier sehen wir mal den Anstieg, die Aktie von etwa $30 gekommen, dann auf $410 gestiegen. Jetzt sind wir so roundabout $170 und es wäre durchaus nicht ungewöhnlich, wenn wir auf das 220er Niveau wieder zurückfallen würden. Da wäre Tesla vielleicht so annähernd fair bewertet, also auf
naja, ein Viertel dessen, was derzeit der Fall ist. Heute die Meldung, dass Tesla wohl in Shanghai die Produktion kürzen muss. Ja, das ist eben die Nachfrage, das Problem. Die Rezessionssorgen global sind das Problem. Dennoch sehen wir heute so ein bisschen eine Erholung. Ich hatte es heute früh so ein bisschen antizipiert, indem ich gesagt hatte, jetzt kommt wahrscheinlich eine Erholung. Wir sind ein bisschen überverkauft und dass da ein Rückschnapper kommt, der allerdings nicht allzu impulsiv unter geringem Volumen passiert, nicht wirklich sehr überzeugend ist. Das sei mal dahingestellt, Tech-Aktien sind jetzt diejenigen, die profitieren. Angeblich sei der Grund, weil die Arbeitsmarktdaten, nämlich die Continuing Claims vor allem, also die fortgesetzten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, schwächer waren. Höchster Stand jetzt seit 10 Monaten bei den fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe, aber das halte ich für ein vorgeschobenes Argument. Es geht schlichtweg, muss ich mal den Kragen hier reinmachen, okay, der ist mir rausgeflutscht, es geht schlichtweg darum, dass letztendlich dieser technische Rebound ein Stück weit überfällig war und dann suchen sich Agenturen eben dann irgendwelche Begründungen oder Analysten, weil es nicht anders geht. Das ist der Trend gewesen, der in letzter Zeit hier der Fall war. Wir haben gesehen, dass Anleihen gestiegen sind, respektive die Renditen der Anleihen für Staatsanleihen gefallen sind, und wir haben gesehen, dass Tech-Werte gefallen sind. Also Anleihen waren gefragt, Tech war nicht gefragt. Diese Korrelation Long sozusagen, Anleihen ist der Long Nasdaq, die hat sich aufgelöst, weil eben jetzt diese Rezessionsthematik so praktisch in den Vordergrund gerückt ist. Und hier sehen wir mal das, was am Anleihenmarkt passiert ist. November war der beste Monat für US-Anleihen seit dem Dezember 2008. Im Dezember ging es ja auch gut weiter dann. Wir sind ja runter auf 3,4% bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Aber dennoch ist es das mit Abstand schlechteste Jahr für die Anleihenmärkte seit Menschengedenken, könnte man sagen. Vierfach größere Verluste für die Anleihenmärkte als im bisher schlechtesten Jahr 1994. Und hier sehen wir mal diese Standardabweichung, was hier mit diesen langlaufenden Anleihen passiert ist. Hier TLT, das ist ein ETF, das 20-jährige Plus Anleihen abbildet, und dass diese Rezessionssorgen, die sich jetzt schon in den Anleihekursen in überinvertierte Zinskurven widerspiegeln, dass die berechtigt sind, dass sich da etwas ankündigt. Das sehen wir hier eben bei den US-Konsumenten. Was massiv steigt, sind die Kreditkartenschulden. Was massiv sinkt, sind die Sparquoten der Amerikaner. Ein Drittel des gesamten Konsums ist rein über Kredit finanziert worden der Amerikaner. Das heißt, wenn ein Amerikaner, ein Durchschnittsamerikaner, für 1000 Dollar irgendetwas gekauft hat, dann musste er dafür 330 Schulden aufnehmen, 330 Dollar Schulden aufnehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die zehren jetzt an ihrer Substanz, die dürfte in einem halben Jahr spätestens abgefrühstückt sein, eben durch diese ganzen Helikopter-Schecks und. Das ist noch ein Stück weit vorhanden, aber das nähert sich dem Ende. Deswegen werden nicht nur Jamie Dimon, sondern jetzt auch Marco Kolanovic so ein bisschen skeptischer in Sachen US-Konjunktur. Er erwartet dann praktisch im ersten Halbjahr 2023 massive Rücksetzer oder deutliche Rücksetzer, weil eben dann die rezessionären Tendenzen sich niederschlagen würden mit Folgen für Gewinne und Margen der Unternehmen. Und hier ist mal eine Übersicht, die so ein bisschen zeigt, welche Sektoren gut laufen in Zeiten von Inflation und welche in Zeiten fallender Inflation gut laufen. Und Rezession bedeutet Zerstörung der Nachfrage. Zerstörung der Nachfrage wiederum heißt letztendlich dann eben auch fallende Inflation. Hier sehen wir, dass Consumer Durables, also langlebige Konsumgüter, Healthcare Services, Machinery, Mining, Minerals, Chemicals, das sind die Real Estate. Das sind Dinge, die in latent deflationär wieder werdenden Zeiten dann gut laufen, während Semiconductors in Inflationszeiten gut laufen. Das haben wir ja gesehen noch im Jahr 2021. Software läuft gut, Banks laufen gut, Food läuft gut, Tech-Hardware und so weiter und so fort. Finde ich eine ganz interessante Übersicht über das, was da eigentlich möglicherweise dann, wenn die Rezession kommt, auf uns zukommt, welche Sektoren da vielleicht besser sind als andere. Wir sehen aber auf jeden Fall eine massive Outperformance des Dow Jones.
zum S&P 500. Das ist die größte in der Geschichte. Den S&P 500 gibt es in der Form seit 1957. Der Dow Jones hat den S&P bisher um 10% outperformed. Das liegt auch daran, dass der Dow ja ein Punkteindex ist. Das heißt, eine Aktie, die 100 Dollar kostet, ist doppelt so schwer gewichtet wie eine Aktie, die 50 Dollar kostet, während eben im S&P 500 die Marktkapitalisierung das Entscheidende ist. Deswegen ist dort eine Apple eben am stärksten gewichtet, aber Apple ist auch im Dow Jones, aber mit Abstand nicht die am stärksten gewichtete Aktie. Aber das ist schon mal auffällig, dass wir hier Short-Eindeckungen sehen könnten, sehen wir hier etwa an der Put-Call-Ratio. Hier sehen wir von Liz Anson, dass wir haben jetzt das höchste Put-Call-Ratio seit vielen Jahren. Das ist oft so vor den Verfallsterminen, deswegen ist das nicht unbedingt so ernst zu nehmen. Die Laufzeiten dieser Optionen, die werden immer kürzer, oder die Leute kaufen immer mehr Optionen mit ganz, ganz kurzer Laufzeit, sodass dieses Bild so ein bisschen verzerren kann, aber auffällig ist es schon. Goldman Sachs warnt daher vor einem Short Squeeze, kann alles durchaus sein, kann man nicht ausschließen, Mechanik vor dem großen Verfall, der ja dann nach den Inflationsdaten am Dienstag und der Fed am Mittwoch liegt. Das könnte nochmal spannend werden. Auf der anderen Seite, wenn wir uns Markttechnik anschauen, haben wir jetzt den 100-Tages-Durchschnitt im S&P 500 verteidigt, wie hier Lance Roberts zeigt. Wir waren bei der Stochastik, wie Sie in der mittleren Grafik hier sehen, oder mit diesen gestrichelten Linien, da waren wir ziemlich weit unten. Normal kommt dann eben so ein Dreher, das haben wir heute ein Stück weit gesehen. Aber oben im MACD sehen wir ein Verkaufssignal. Mal sehen, was da dann sich noch draus entwickeln wird. Kommen wir jetzt mal zum geopolitischen Geschehen. Da hat Xi Jinping ja heute Saudi-Arabien besucht und ist da mit allen Ehren empfangen worden. Viel respektvoller als Joe Biden übrigens damals. Und achten Sie mal drauf, Xi Jinping begrüßt hier saudische Prinzen. Die haben alle Masken an, aber Xi Jinping hat keine Maske an. Das nur mal nebenbei. Hier will man eben sich auch verständigen. Es zeigt so diese Verschiebungen im geopolitischen Kontext. Saudi-Arabien orientiert sich jetzt mehr hin zu China. Es gab ja sozusagen diesen Petrodollar, also diese Verbindung zwischen Saudi-Arabien und USA. Die Saudis liefern das Öl und alle einigen sich darauf, dass das nur in Dollar bezahlt werden kann. Das war der große Deal. Der ist im Grunde kaputt. Das sind so geopolitische Tsunamis, könnte man sagen, in Zeitlupe, wenn man so will. Interessant ist, dass offenkundig der Foxconn-Chef auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass China jetzt seine Corona-Strategie ein bisschen ändert. Denn er hat gesagt, hier die ganzen Lieferketten in China, die könnten zusammenbrechen, wenn das jetzt nicht bald aufhört. Dann vielleicht war das wichtiger sogar als die Proteste einiger weniger Leute in China, die hier diesen Umschwung letztendlich ausgelöst haben. Wir haben heute übrigens auch Verkäufe von Autos gehabt in China, deutlich eingebrochen, zweistellig eingebrochen zum Vormonat, auch zum Vorjahresmonat. Also da ist einiges in der Mache. Kommen wir kurz jetzt nach Europa. Hier haben wir die interessante Situation, dass die EZB-Mitglieder möglicherweise jetzt in einen Streik gehen werden. Denn die sagen sich, wir werden schlechter als die Inflation bezahlt. Die sind ja so schlecht gewesen bei der Inflationsprognose, dass diese Unterbezahlung aus meiner Sicht fast schon gerechtfertigt ist, gell? Also Verzeihung, liebe EZB-Analysten, gell, dieser Scherz muss erlaubt sein. Aber es ist schon ein Treppenwitz eigentlich der Geschichte. Stellen Sie sich mal vor, die EZB-Mitglieder würden alle, oder die EZB-Mitarbeiter würden alle streiken, dann würde die Welt sofort untergehen, weil ohne die EZB ist ja die Welt verloren. Und jetzt kommen wir nochmal hier zur Energiethematik hier in Europa. Trafigura hat heute gesagt, Europa muss riesige Mengen an LNG-Gas nächstes Jahr und folgende Jahre importieren, um den Verlust sozusagen von russischem Gas auszugleichen. Das wird bedeuten, dass die Gaspreise tendenziell hoch bleiben. Hier warnt jetzt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, dass die Sparsamkeit der Haushalte aufgrund der deutlich niedrigen Temperaturen natürlich deutlich nachgelassen hat. Auch Industrie ist wieder stärker am Konsumieren. Gleichwohl sehen wir hier rechts eben den Absturz der chemischen Industrie in der Produktion. Das ist die Branche, die wohl mit am stärksten betroffen ist von der ganzen Geschichte. Und das dürfte sich weiter verschlechtern wohl, denn die Temperaturen werden kälter. Das könnte jetzt Arktisluft kommen mit Temperaturen von minus 20 Grad. In Deutschland ist das schon der erste Erfolg der letzten Generation. Vielleicht haben sie sich angeklebt und dann hat sich das Klima abgekühlt. Das kann ja durchaus sein. Jedenfalls
sehen wir, dass wir immer mehr Kohle verstromen. Also wir sehen in Deutschland eine massive Zunahme von CO2-Emissionen durch Kohle. Und da ist doch die Frage, naja, wo ist jetzt die Strategie? Denn solange alternative Energien nicht speicherbar sind, brauche ich Ersatztechnologie, brauche ich sozusagen eben eine Parallelstruktur. Da hat man sich geeinigt, das wird Kohle sein. Das steht auch sogar so im Koalitionsvertrag. Und Hans-Werner Sinn warnt jetzt schon, ebenso wie Clemens Fuest, jetziger IFO-Chef, ehemaliger IFO-Chef, warnt auch, Deutschland ist wieder der kranke Mann, weil wir null Konzept haben in Sachen Energiepolitik. Das basiert mehr auf Hoffnung und Wunschvorstellung. Das hat sich gestern dann im Heute schon neu gezeigt, als Marietta Slomka-Habeck gefragt hat und der letztendlich nur rumgedruckst hat, ja, ich glaube, dass dann ab 2024 Energie wieder billiger wird, aber wie das bitte geschehen soll, das ist unklar. Wie es gehen könnte, zeigt Indien. Indien ist ja einer der größten, nämlich der drittgrößte CO2-Emittent, weil man sehr, sehr viel Kohle hat. Indien hat jetzt beschlossen, Atomkraftwerke zu bauen. Das ist wahrscheinlich für das Klima tausendmal nützlicher als das, was wir machen, denn wir emittieren massiv CO2, weil wir aus bösen Technologien aussteigen und dafür die dreckigen wählen. Hier sehen wir, Indien hat 7, irgendwas Prozent im Jahr 2021 an CO2-Emissionen der Welt ausgestoßen. Deutschland mit 1,82%, aber das dürfte sich steigern jetzt in 2022. Frankreich etwa ist rund fünfmal besser in Sachen CO2 als wir. Gell, aber die sind ja böse. Also das ist schon ein bisschen auffällig. Und wenn ich abschließend noch ein Wort zu den Klimaaktivisten heute, letzte Generation, die haben ja die Flughäfen in München und Berlin hier wieder sich angeklebt. Und dann erschien hier von Bernd Ulrich, dem Zeitautor, ja, Klimaaktivisten, die wollen doch keineswegs nachweisen, dass der demokratische Rechtsstaat illegitim sei, sondern sie wollen ihn erinnern an sein besseres Selbst, an den eigenen Klimakurs. Das finde ich eine interessante Deutung dieser ganzen Geschichte, denn wenn Sie die Aussagen der letzten Generation sehen, erklärtermaßen, letzte Generation sagt es ja schon, wenn jetzt nicht sofort agiert wird, geht die Welt unter und dadurch entsteht eine Apokalyptik, ein Handlungsdruck, der eben irgendwann dazu kommen wird, dass man sagt, naja, wenn der Staat nichts gegen diese Katastrophe tut, die für uns ja sicher ist, das ist wie bei so einer Sekte, die dann glauben, dass jetzt irgendwie die Welt untergeht, das haben wir ja schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen, die dann kollektiven Selbstmord begehen, das ist jetzt in diesem Bereich aus meiner Sicht auch eine logische Entwicklung, da wird es einige wenige geben, die dann möglicherweise bestimmte Grenzen überschreiten, sich nicht nur festkleben, sondern und nicht nur Sachbeschädigungen machen, sondern vielleicht auch weitergehen und sagen, dieser Staat ist dann illegitim, weil er eben gegen die sichere Katastrophe nicht vorgeht. Und auf der anderen Seite haben wir die Reichsbürgerspinner, die angeblich hier den großen Putsch geplant haben, kann ich jetzt alles nicht beurteilen, sind aus meiner Sicht Vollspinner, die sowieso ein bisschen einen an der Waffel haben. Aber Rainer Zittelmann hat interessanterweise bemerkt, warum eigentlich bei den Reichsbürgern nicht gegendert wird. Warum sagt man also nicht ReichsbürgerInnen? Das finde ich mental sehr, sehr interessant. Also das, was man da komplett ablehnt und aus meiner Sicht zu Recht ablehnt, weil das total Spinner sind mit guten Vorstellungen, da wird nicht gegendert. Das sind also alles nur Männer, die Reichsbürger, gell? Da sind keine Innen dabei, obwohl ja da eine Bundestagsabgeordnete von der AfD ja als Richterin offenkundig auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Also jetzt noch zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Unterstützt China, Russland im Ukraine-Krieg? Da hat sich Dewey Anderson mal die geografischen Flugbewegungen angeschaut und geguckt, was dürfte da passieren mit diesen Flugzeugen, die zwischen China und Russland hin und her fliegen. Und ohne EZB benötigen Europas Staaten 500 Milliarden Euro für den Anleihemarkt, denn bisher war ja die EZB der große Käufer, der fällt jetzt weg wegen Inflation und so weiter und so fort. Also zwei Artikelempfehlungen, ich sage jetzt Servus und Ciao.